Willkommen zurück zu Vergessen ist nicht vergangen. Beim letzten Mal haben wir ein paar Leute umgeklatscht hier und Fisk ausgeraubt. Ja, er hier liegt immer noch da. Kann ich denn noch mit ihm quatschen oder sagt er jetzt mit Füßen schneller, werde ich nicht? Der wollte mir so eine Rune verkaufen. Eigentlich. Nun gut, wir betrachten unsere Auseinandersetzung als Missverständnis. Ja, das war's. Ja, doch, jetzt kann ich die 50 Erz gerne Hier ausgeben. ist das Erz. Und hier ist der Stein. Verwende ihn weise, denn aus großer Macht folgt große Verantwortung. Und jetzt? Ja, Onkel Ben ist es Wie jetzt, ne? verwende ich ihn? Wenn du nichts spürst, fehlt dir vermutlich noch etwas magische Energie. Und wo kriege ich die her? Ich bin ein Butler. Schon vergessen? Verzage nicht. Die weisen Gurus des Sumpfes haben herausgefunden, dass die Einnahme von 50 Dunkelpilzen dafür sorgt, dass deine magische Kraft steigt. Schon mal einen einzigen Dunkelpilz in der Kolonie gesehen? Ich nicht. Dann kaufe er sich Mana-Tränke. Wo? Und überhaupt? Womit denn? Bei Innos bist du nervig. Mir ist völlig egal, wo du dein dummes Mana herkriegst. Beim Schläfer. Ich verzieh dich. Wenn schon, dann beim Schläfer. Runenstein, magischer Runenstein, doch wie benutze ich ihn? Jo. Das ist hier die Frage. Hallo? Ich möchte reden. Den Streit vergisst du, okay? Na gut. Hast dich einfach vom Butler zusammenschlagen lassen, du jämmerlicher Typ. So. Hier sind zwei Radisten, die schaffe ich niemals. Und wenn ich den da angreife, na, hier sind immer so viele Leute. Egal. Das ist schon gut, was ich hier habe. Ach ja, ich sollte ja bei Nacht in die Hütte, glaube ich, oder? Ich habe Oris Statue bei was. Ach nee, bei mit Diego reden. Ich komme nicht in die Hütte rein. So war das. Ach, ich habe jetzt übrigens auch meine neue Tastatur. Also sollten eventuelle Klickgeräusche jetzt behoben sein. Wir haben jetzt Freitag, die kam anscheinend schon Donnerstag an, also gestern. Da habe ich aber noch mit meiner anderen Tastatur aufgenommen, die halt so laut klickt. Aber naja. Hatte das Paket einfach in den Keller geschmissen, also gelegt. Paket vollkommen durchgeweicht. Und was geregnet hat, heute Nacht. Naja, Tastatur ist unbeschadet und alles gut. Ich habe Neuigkeiten über Nyras. Immer raus damit. Ich konnte mir das Vertrauen von Nyras erschleichen. Über das Treffen hat er mir leider nichts erzählt, außer dass ich rechtzeitig informiert werde, wenn wir aus dem Lager verschwinden sollen. Das reicht mir nicht. Mit den wenigen Informationen werde ich kaum etwas anfangen können. Hast du dich in seiner Hütte umgesehen, ob dort Hinweise versteckt sind? Ich habe es versucht, aber die Tür ist verschlossen und Nyras sitzt wie eine Henne auf dem Ei davor und lässt sie nicht aus den Augen. Da kommen wir also nicht weiter. Da kümmern wir uns später drum. Das ist jetzt nebensächlich. Deine Prüfung kann warten. Ich habe von einem guten Freund eine Nachricht erhalten, dass wir bald loslegen können. Es wird Zeit, dass du deine Schuld bei mir einlöst und wir uns um Brabak kümmern. Danach kümmern wir uns um Nyras und deine Prüfung. Was hast du für ein Problem mit Brabak? Brabak wollte meinen Kumpel Gorn umbringen und hat ihm eine Truppe von Schlägern auf den Hals gehetzt. Gorn ist noch am Leben, aber damit hat Brabak nicht nur einen Streit mit mir provoziert, sondern auch mit dem neuen Lager. Gorn ist einer ihrer Söldner. Der Magier Milton und ich haben einen Plan. Den setzen wir heute Nacht um. Mit deiner Hilfe. Und was für eine Rolle spiele ich dabei? Brabak ist nicht nur ein gewaltiges Arschloch, er ist auch gierig wie ein Goblin. Du wirst dich in der Burg nach Schmuckstücken umsehen und sie in Brabaks Truhe legen.
während Milton und ich einen anderen Weg nehmen und uns um etwas anderes kümmern. Wenn alles gut geht, treffen wir uns am nächsten Morgen wieder bei meiner Hütte. Deswegen könnte ich also am Galgen landen. Wenn ich als Butler in der Burg entdeckt werde, komme ich niemals lebend von dort weg. Gut erkannt. Als einfacher Butler komme ich doch niemals in die Burg. Im Marktviertel gibt es einen Hintereingang. Durch Milton bin ich an einen Schlüssel gekommen, damit ich meinem Helfer reinschmuggeln kann. Wo finde ich den Schmuck? Im Haus der Erzbarone. Sieh dich dort im ersten Stock um. Wo ist Brabaks Kammer? Direkt über der Küche im Haus der Erzbarone, von der Treppe aus rechts. Übrigens ist es unabdinglich, dass du Schlösser knacken kannst, sonst wäre dein Einbruch schnell vorbei. Jo, das kann ich ja. Ordentlich schleichen zu können, wäre sicher auch von Vorteil. Kann ich auch. Muss ich auf irgendetwas achten? Natürlich, lass dich nicht erwischen. Sollte das passieren und du überlebst, musst du untertauchen. Ich werde dich früher oder später schon finden, keine Sorge. Damit warten wir nochmal. Kannst du mir was beibringen? Ja, bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern. Ach, jetzt geht es auf einmal. Komm bald wieder, es gibt viel zu lernen. Null Lernpunkte, also wird es nichts. Aber wir können mal zu einem Händler, nachdem wir geschlafen haben. Oder obwohl. Ja, doch. Schlafen wir jetzt 2-3 Stunden und dann ist es 8 oder so. War, glaube ich, 8. Ja, sag ich doch. Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Wer bist du? Ein Butler. Ups. Ne, du. So, Fisk. Wie läuft's? Könnte besser nicht laufen. Wegen den Spannungen mit dem neuen Lager will jeder Butler eine Waffe haben, weil sie sich der Illusion hingeben, dass sie sich damit gegen Banditen wehren könnten. Ich kann die Preise deswegen wunderbar hochdrücken. Außer für dich natürlich, mein Freund. Du bist ein wunderbarer Mensch. Ja. Zeig mir deine Ware. Mit dem größten Vergnügen. Dann verkaufen wir mal ein bisschen Schrott. Ja. Knüppel. Hier leichte Armbrust. 72. Sehr geil. Weltbogen. Mach ich, glaube ich, auch einen an. Großbogen. Pfeile bald ich mal. Bolzen können weg. Ach, wenn man einen Heiltrank. Vielleicht kann der eigene was anfangen. Zähne. Das behalten wir. Krallen können weg. Das behalten wir. Die behalten wir mal. Vielleicht brauchen wir die für eine Quest noch. Besteck, die behalten wir, das kann weg, das wollten wir mal. Brennende Fackeln können alle weg. Hier, Gras kann auch weg. Hier, den brauche ich doch eh nicht mehr, den Stofffetzen. Bier behalte ich mal, falls jemand ein Bier will. Okay. Haben wir 867 Erz. Das ist schon mal gut. Dann können wir nochmal ein bisschen durch die Gegend streifen. Dann haben wir noch unser Level abbekommen.
Wie viel brauchen wir noch? Ah, ein bisschen. Dann lernen wir noch ein bisschen Stärke oder sowas. Und sind glücklich. Ich schätze mal, Varane schaffen wir nicht. Speichern. Gut. Versuchen wir mal mit dem Bogen. Nur ein einzelner. Mensch. Hä? Wir schaffen Varane? Dann essen wir noch was. Schaffen wir die auch im Nahkampf? Ist hier die Frage? Ja, sehr schön. Damit habe ich nicht gerechnet. So, das Zeug heben wir mal alles auf. Können wir gut gebrauchen. Die Fick. Ups. Na gut, dann laden wir doch nochmal. Das war vielleicht keine gute Idee, aber alles aufzuheben. Na ne, schaffen wir auch so. Aber ich glaube nur einen auf einmal. Wir nehmen mal alles mit, außer den Inhalt der Truhe. Endlich kommt hier jemand vorbei. Was ist denn hier passiert? Na was wohl? Die Orks kamen aus dem Nichts. Zusammen mit den anderen habe ich diese haarigen Mistkerle ein paar aufs Maul gegeben. Dabei sind bis auf meine Wenigkeit aber alle verreckt. Hier in der Nähe beim Fluss sind ein paar Gardisten. Bring sie bitte sofort hierher, während ich versuche, nicht zu verbluten. Jo. Wo sind die Gardisten? Am Fluss stand man im Wald eine Brücke, die gerade neu gebaut wird. Die Gardisten sollten zurzeit da sein. Warum gehst du nicht selbst? Hast du keine Augen im Kopf? Ich habe eine verdammte Ork-Axt abbekommen. Das Letzte, was ich jetzt tue, ist durch die Gegend zu rennen. Was kriege ich dafür? Willst du mich verarschen? Ich sorge dafür, dass hier im Tal keine Orks rumlaufen. Und du bittest mich um eine Belohnung? Du kannst die Leichen der Gardisten und Orks plündern. Das sollte reichen. Und jetzt hol verdammt nochmal meine Unterstützung. Jo. Das hat mir auch gereicht. Dadurch habe ich nämlich dieses schniegerade Schwert bekommen. Ups. So ein bisschen was schnabulieren. Dann laden wir nochmal und versuchen es mal mit dem geraden Schwert.
Oder die Ork-Axt. Schaden 45. Die Waffe weg! Ja. Zweihand ist halt kacke. Also auf jeden Fall eine Anfängerpose. Später, wenn man eine gute Rüstung hat und sowas, dann egal, aber erstmal. 32 Schaden, vorher 23. Das ist schon gut. 9 Schaden mehr. Spiel laden. Ich dachte, ihm geht's nicht gut. Die Waffe weg! Na gut. Schade, dass ich diese Orkwaffen nicht aufheben kann. Ah, der hatte noch was. So, mein Erz werfen wir mal weg. Du bist auf dem besten Weg zu sterben. Beim nächsten Mal bringe ich dich um. Du hast ja nicht mal etwas Erz in den Taschen. Okay. Spiel laden. Nochmal. Ich brauche wieder eine erhöhte Position. So. So. Ah, nicht wegrennen kann ich. Ich glaube, den Kampf gegen ihn kann ich vergessen. Speichern wir nochmal. Der ist halt ein bisschen zu mächtig. Die Waffe weg! Okay. Das lassen wir. Dann gehen wir mal in den Wald. Oder aber wir gehen hier den Berg hoch. Oder den Weg in Richtung Orkgebiet und schauen mal danach. Der Weg führt ins Orkland. Da habe ich nichts verloren. Mensch. Und den Berg hoch? Der Weg führt ins Orkland. Da habe ich nichts verloren. Schade, schade. Hey, lass mich in Ruhe. Oh, Mist. Da rennt er auch noch. Na gut, wir klauen nicht. Aber wir könnten, ups, das noch einmal versuchen. Schnell weg hier. Und da auf diesen Felsen rauf. Oh, Mist. Ah, Mensch.
Oh. Tja. Dann auch so. Vielleicht, wenn wir das anders machen. Das juckt mich nämlich in den Fingern. Die Waffe. Na gut. Na gut, ich möchte jetzt eigentlich auch nicht eine Stunde hier gegen Typen kämpfen, dafür bin ich halt noch viel zu schwach. Holen wir die Radisten später, wenn wir den Typen vorher besiegen können. Kann ich dich besiegen mit meinem neuen Schwert? Wenn du Hey, du Weichei. Komm, steck das Ding weg. Nein. Tu das nie. Das war echt ein Weichei. Weiches Eius. Wenn du Gut. Mach das nicht nochmal. Der hat genug. Nee, jetzt sterbe ich. Gib's ihm. Spiel laden, den einmal weglocken und dann niederschlagen. Und dann haben wir auch unser Level ab. Wenn du Streit suchst, komm Ja. ruhig näher. Ich suche Streit. Steck das Ding weg. Oder du bist dran. Schön weit weg. Diese Zweichei. Das ist echt ein Weichei, ne? Wenn du streitst, ganz ordentlich. Mann! Warum verkacke ich den Scheibenwischer? Wenn du Der hat genug. Sehr schön. Der hat genug. Bauernwehr ist natürlich schlechter, aber egal. Kann ich euch hier niederschlagen ohne Konsequenzen? Spiel speichern. Der hat gesessen. Schon wieder ein Kampf. Spiel laden. Ich möchte nicht, dass die wegrennen. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Der hat genug. Jo, sehe ich auch so. Na komm, deine Waffe. Deine Waffe nehme ich mal besser an mich. Wir haben damals mehr ausgehalten. Herr Butler verprügeln bringt halt nicht viel, ne? Speichern wir mal auf dem zweiten. Das wird dir noch leid tun. Er hat ihn fertig gemacht. So, schauen wir mal nach, ob wir jetzt
unbehelligt das Lager betreten können oder ob der Gardist auf der anderen Seite das mitbekommen hat. Oh, der ist nicht da. Das wird dir noch leid tun. Der ist nicht da. Ah, da ist er. Na gut. Wer wollte den Haltrank haben? Prinzen sucht einen starken Haltrank. Sein würde ich vielleicht in der Burg finden. Ja, scheißegal, ich habe einen. In der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Mal schauen, ob das passt mit dem Haltrank. Kann ich ihn hier auch niederschlagen oder geht das nicht? Vertraut haben wir dann nicht mehr. Der hat genug. So. Wir haben damals mehr ausgehalten. Jo. Na, komm aus der Türe raus. Nichts zu holen. Steht auch sofort wieder auf. Haben damals mehr ausgehalten. Quatschen wir ihn gleich an. Was für ein Heiltrank soll es sein? Ich habe mir bereits einen normalen gekauft und er hat nur wenig Wirkung gezeigt. Ich brauche etwas Starkes. Mhm. Na gut, dann ist unser Heiltrank. Bis zum nächsten Morgen und dann sprechen wir nochmal mit den Nyras, wenn das geht. Willst du dich wieder mit mir anlegen? Nö. Aber wir können wieder bei Fisk verkaufen gehen. Wir speichern mal jetzt nur noch auf dem zweiten hier. So, wupp. Und zu Fisk. Jetzt haben wir ja auch gut. 884 sogar jetzt inzwischen. So, Fisk, mein Freund. Ich hab Sachen zum Verkaufen. Zeig mir deine Ware. Mit dem größten. Ja, mit dem größten Vergnügen. Danke. Sehr geil. Über 1000 Erz. Innerstatue. Münze behalte ich mal. Den hier. Na gut. 1169. Das ist schon recht gut, sag ich mal. Nein, der untere war das. Ferdi fertig gemacht! Ein kleiner Windstoß und er wäre von alleine umgefallen. Jo. Das sehe ich auch so. Der hat gesessen. Feldbogen. Mal schauen, ob er noch freundlich ist. Das wird dir noch leid tun. Denke ich nicht. Kennt das so Brabach hier? Hilfe, der hat mich niedergeschlagen. Hey, was ist los? Okay. Nehmen wir den mal zu uns. Ah, ja.
Das hättest du besser nicht getan. Ein Kampf. Jo. Hier ist auch noch eine Truhe. Ja, warum nicht? Das andere gefiel mir aber besser. Halt, du wirst ja als Dieb gesucht. Das hättest du besser nicht getan. Wir quatschen mit viel. Vielleicht kann ich ihm ja jetzt den 70er geben. Absolut idiotisch. Wir quatschen mit Flammendorn. So viele Pflanzen, die ich noch nicht kenne. Hey, der andere, sagte ich ja. Solange ich nichts damit zu tun habe. Ja, genug. Jo. Bauernwehr. Sehr schön. Oh! Gequatscht wird viel. Das ist wirklich nicht mein. Geschieht ja genug. Na gut, den können wir nicht umklatschen. Na gut. Dann gehen wir mal zu Malte und lernen Stärke, dass wir noch stärker werden. Klingt logisch, ne? So, Malte. Kannst du mir was beibringen? Ja, bei mir kannst du lernen. Ja, das haben wir schon gehört. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Ja. Komm bald wieder. Ja, es gibt viel zu lernen. Stärke 43. Sehr schön. Dietrich, hier habe ich wie viel? 9? Okay, da holen wir uns noch Nachschlag. So, Snuff. Hast du etwas Suppe für mich? Hier hast du eine Portion. Gut. So, Fingers. Zeig mir deine Ware. Mit dem größten Vergnügen. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. So, Becher. Ah, nee. So, dann geht's direkt weiter. Ich hab Skype jetzt beendet und hätte ich vorher machen sollen, vergesse ich manchmal. Jetzt darf ich für ihn einen Cut machen, also egal. Naja. Zeig mir deine Ware. Mit dem größten Vergnügen. Ich glaube, ich war bei 34 oder 35 Minuten, dann egal. Machen wir einfach mal da dann so weiter. Also, Quecksilber behalten wir mal. So, Axt können zwei weg, hier kann eine weg, der kann weg. Fackeln können weg. Aber wollte ich mal. Was ist das? Wein kann weg. So, die nehmen wir uns alle mit. Und haben wir immer noch genug dabei. Mal schauen, ob Fingers auch noch mal ein paar Dietriche für uns hat. Und vor allem, ich habe vor der Aufnahme gesagt, hier, ich nehme es auf. Warum werde ich jetzt angerufen? Na, egal. Wie auch immer. Ne, Leute? Ich halte mich da lieber raus. Machen wir es noch 25 Minuten, dann sollte das hoffentlich mit der Zeit passen. Hä? Hä? Den kleinen Streit vergessen wir, okay? Okay.
Zeig mir deine Ware. Mit dem größten Vergnügen. Johann hat mal gehört, die nehmen wir mit. Der letzte Scheiß. Schuss vor Waffen, Schuss vor Vollen. Beide nehmen wir mit. Ah, nee. Das ist wirklich nicht mein Problem. Haben wir 47 Dietriche. Damit könnten wir doch jetzt eigentlich anfangen. Ups. Gehen wir oben lang hier. Ich höre nicht mehr auf das Gefahren. Manche haben eben gar nichts dazu. So, Diego, mein Freund, wir können loslegen. Ich speichere vorher. So. Lass uns loslegen. Kannst du denn Schlösser knacken? Ja. Wie steht's mit Schleichen? Ja. Ausgezeichnet. Hier ist der Schlüssel für den Kerker. Du wirst auf jeden Fall eine Menge Dietriche brauchen. Mehr kannst du bei Fingers kaufen. Ich habe schon eine Menge Dietriche. Rufst du einen Gegenstände oder was? Ach, nochmal Dietriche erhalten. Sehr schön. Ups. Ach so. Okay. Meine Taste. Ich hatte nicht so eine Dreier-Taste. Wenn ich die drücke auf der Maus, dann mache ich 3 Schüsse auf einmal. Solange ich damit nichts zu tun habe. Möglicherweise bin ich deswegen auch schon ein paar Mal bei Battlefield aus einer Runde rausgeflogen. Wegen Missachtung von Easy Anti-Cheat oder so. Naja, egal. Benutze ich die Taste halt nicht. Wieder zurück. Ich denke mal, es wäre schlauer bei Nacht reden. Ach, und dann können wir vorher nochmal den Heiltrank zu Prinzen oder Pranzen. Oh, was weiß denn ich? Och, was weiß denn ich? Ne, bringen. Vielleicht ist er mit dem 70er zufrieden. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Hör ich auch nicht. Das ist wirklich nicht mein Problem. Mach ich's auch nicht. So, Meister. Das passiert mir nicht nochmal. Nee, der will einen super starken aus der Burg. Immer wieder dieselbe Leier. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Dann schlafen wir mal in einer Hütte hier bis zum nächsten Morgen. Hier ist so ein Bleistift. Hey du! Geh weg. Nee, komm nicht bis zum nächsten Morgen, bis zur Mitternacht. Hey du, raus aus meiner Hütte oder ich ruf die Wachen. Ruf doch die Wachen. Ich hab dich mit wenigen Schlägen weg. Mit einem Schlag sogar. Hey du. Ja? Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Na gut. Klappen können. Wir versuchen den Scheibenbeschlag noch mal. Warum wächst du mich? Was Spaß macht. Ein Versuch noch. Lass mich vorbei. Na gut. Das lassen wir, weil der muss mich einmal treffen und verlegen. Und deswegen gehen wir jetzt in die Burg. Jo, mach ich schon. Ich mach Platz. Flup.
Ich bezweifle, dass... Ich hätte nicht alle Fackeln verkaufen sollen. Ich sehe nichts. Laufen wir mal blind, wie wir sind, hier einfach durch den Raum. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Eine Kiste scheint es zu sein. Ja. Okay, wir gehen nochmal zu Fisk und gucken, ob der noch Wacheln hat. Das geht so nicht. Ich habe nichts gesehen. Du hast gewonnen. Schon gut. Gut. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen. Ja, aber das ist gut. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Mit dem größten... Ein Fackeln. Hey, du! Habe ich die Fackeln bei Fingers verkauft, oder was? Na gut. Mann. Hallo, Skitty. Wo ist Skitty? Du stehst doch hier ganz alleine. Mit Glück könnte ich den Kampf schaffen. Laden? Ja, ich auch nicht. Mein Leben, wir sind die. Mal schauen. Voll. Ach nein, nicht der. Ich Idiot. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Laden wir den nochmal neu. Und dann, da ich so ein Genie bin. Neuer Versuch. Hey, hey, hey. Klarer Sieger, würde ich sagen. Würde ich auch mal sagen. Okay. Klarer Sieger, würde ich sagen. Das würde ich auch mal sagen. Wer steht da oben? Kann ich jetzt das noch mit dir reden? Dir noch leid tun. Jo. Suchst du wieder Streit? Suchst du wieder Streit und wieder bei mir? Speichern? Ah, machen wir hier jetzt. Wird schon passen mit Juras. Laden wir mal den hier, um zu gucken, ob der vorher auch keine Gesprächsoption hatte. Okay. Laden. Den hier. So, Fingers. Zeig mir. Ja, zeig mir deine Ware. Ah, ja. Kaufen wir doch nochmal zurück. Was kannst du mir bei. Nein. Drauf an. Ja, was willst du wissen? Nichts will ich wissen. Okay, 4000, die bekommen wir nicht vorher zusammen. Hey.
So, hier oben war auch noch ein Einzelner. Wer bist du? Einfach nur Schatten. Ich hab nichts gesehen. So, hier rum. Ja, wo ist er jetzt hin? Rennt er auch weg. Dieses Weichei. Ich hab nichts gesehen. Das lief schon besser. So, Heilung. Ich vermute mal, so ein hier können wir nicht klatschen. Laden wir wieder. Und dann gehen wir um die Burg wieder nach hinten rein. Ach, Huno. Ups. Spiel speichern. Hey, du! Ich hätte jetzt gedacht, er hat mehr bei sich. Na gut. So, und hier hoch. Haben wir auch wieder einige Waffen zu verkaufen bei Fisk. Naja, jetzt können wir auch mehr sehen. Ach, hier geht's durch. Die Tür habe ich zum Beispiel ganz übersehen. Ist immer noch sehr dunkel hier. Rostiges. Was soll ich damit? Egal. Alles, was wir aufheben, ist potenzielles Erz. Gut. Wenn wir oben sind, speichern wir erstmal durch. So, mal hier hineinschauen. Hey, was rennt hier weg? Auch hier ist eh nichts drin. Und wir laden. Oh je. Tor ist auch geschlossen. Nein.
Machen wir speichern. Direkt ins Erzbaronenhaus. Was stehen die daneben? Die sollten eigentlich diese Türe hier bewachen. Wenn ich eh schon mal hier bin, kann ich auch gleich... Kann ich doch nicht. Okay. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Na gut, richtiger Schlüssel. Den habe ich nicht. Na gut. Oben rechts ist sein Zimmer, aber wir müssen ja vorher Schmuck finden. Deswegen gehen wir erst nach links und durchsuchen alles hier. Halt! Was ist? Du hast da oben nichts zu suchen. Mach, dass du verschwindest. Alarm! Okay, den habe ich nicht gesehen. Jo, verrotten wir hier einfach im Kerker. Ja. Wir laden. Warum hier links zu ist, frage ich mich eigentlich auch. Warum? Okay, warten wir mal, bis er weg ist. Ah ja, dann gehen wir doch erstmal nach rechts hoch. Schade, dass hier so wenig Beleuchtung ist. Aber egal. So, hier ist seine Kammer. Die hier machen wir ganz zum Schluss. Speichern wir hier drinnen nochmal. Und dann zücken wir mal eine Fackel und schauen, ob das gut geht. Oh je. Ja, Schmuck. Schlüssel. Hey! Alarm! Was kam da jetzt hier rein? Vielleicht sollten wir es doch im Dunkeln machen? So. Dann hören wir wenigstens die Türe. Dann werde ich gleich auch mal schauen, ob ich das für euch bei YouTube dann in einem Schnitt vielleicht ein bisschen heller stellen kann. Aber mal schauen. Speichern wir mal hier. Wo er uns noch nicht hat.
Naja, ein bisschen Kleinkram. Ich kann selbst aus den Bildern nichts sehen. Ah, okay. Oder wir gehen erst hier wieder zurück. So, steht er hier? Brechen wir bei Gomez in seinem Schlafzimmer hier oder was ist das? Speichern. Und noch eine Fackel. Mensch. Das erste ist schon mal Mike's. Speichern wir nochmal auf dem oberen. Falls was passiert. Das ist ein Buch. Das könnte auch für den Kollegen unten von Interesse sein. Ach, warum ist es nicht hier? Na gut. Na gut. Bevor wir diesen Raum verlassen. Obwohl. Ach, das ist noch eine Truhe. Die machen wir dieses jetzt auch noch mal schnell. Speichern. Der hier. Mensch. Gut, Schmuck hätte ich genug. Aber wir durchsuchen auch noch den anderen Raum, aber nicht jetzt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.